Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr gute Laune habt, gut geschlafen habt. Und ja, das Ganze bekommen natürlich eben, ne? Heute gibt es mal wieder was. Oh mein Gott, Sekiro. Wir spielen Shinobi, Yasuo. Ja, wir spielen Yasuo in der Mitte. Natürlich im Rank mit dem True Damage Skin. Ich muss sagen, Leute, der True Damage Skin ist insane. Der ist insane, aber der wäre noch besser mit Chromas. Auf dem Account habe ich leider keine Chromas, aber ich glaube, auf meinem Main werde ich mir alle Chromas kaufen. Ohne Witz, mit Chromas ist dieser Account insane, oder dieser Skin insane. Also sieht wirklich gut aus. Ja, ich habe, also ich weiß nicht, ich bin ja immer noch am Rotieren, ne? Ich sag, ich werde Ari-Main, ich werde Rex-Main, ich werde Jax-Main. Sekiro Shinobi Amai Hare Tony-chan! Wir werden Yasuo-Main. Ja, wir spielen gegen Jarvan. Also ich bin natürlich, Mechanics fehlen aktuell noch wieder bei Yasuo, die muss ich jetzt wieder reinkriegen, aber wir versuchen einfach, das Wichtigste, ganz ehrlich, sind nicht Mechanics. Ich glaube, die Mechanics auf Yasuo, also klar, sind auch wichtig, keine Frage, aber, also es gibt ja unterschiedliche Mechanics. Es gibt zum einen die Mechanics Airblade, Yasuo Blade, Turbo Blade, Ultra Blade, Giga Blade, Shinobi Blade. Das ist nicht ganz so wichtig, sage ich jetzt einfach mal. Sagen wir, nicht so wichtig wie Warden sterben, nicht warden, also, oder nicht sterben, nicht overextenden, nicht retarded sein. Das sind die wichtigsten Sachen, die wir als erstes angehen müssen. Diese Blade-Sachen, kommt da vielleicht irgendwann. Wir spielen gegen Jarvan Mitte. Ich habe das, mehr oder weniger predict. Das heißt, wir haben Rüstung mit dabei. Jarvan Mitte ist allerdings sehr, sehr strong. Sehr, sehr strong. Aber wir sind schon Level 2, können ja also direkt ein bisschen Gas geben. Ja, also, ja, müssen insgesamt überkrass aufpassen, definitiv. Damit der uns nicht irgendwas gettet. Wir haben hier Kindred im Jungle, das heißt, wir sollten ein bisschen auch Warding betreiben. Warding ist eine neue Sportart aus Afrika, das gute Warding. Summer Warding ist auch ne, so ein Ding, das macht auch richtig Bock. Winter Warding. Ja, was könnte passieren? Was wird passieren? Wir bleiben mal richtig ein bisschen behind. Vielleicht verlieren wir den einen oder anderen, aber ich denke, Jarvan ist im Early Game deutlich stärker als ich. Ja. Aber, können wir irgendwas blocken von ihm? Nee, ne? Das heißt, wir brauchen die Windwall erstmal nicht. Jarvan ist im Early Game deutlich stärker als wir. Aber ab so einem gewissen Punkt sollten wir ihn, glaube ich, relativ gut in den Griff bekommen. Ich denke, das ist möglich. Außerdem haben wir natürlich immer die Möglichkeit, wenn er einen Fehler macht, wir können mal so einen kleinen Poki-Poki machen, dann können wir ihn natürlich outplayen, so, ne? Das heißt, so kleine Pokes können wir mal machen. Wir haben auch Doran Schild. Er hat keine Sustain-Möglichkeiten. Wir können uns also immer wieder etwas regeneranisieren. Allerdings sind hier auch gerade sehr viele Minions. Machen wir so, Auto-Attack und weg. Auto-Attack und weg. Okay, er geht deep. Wir flashen man sofort raus. Machen schnell noch ein Live-CQ. Und überleben das Ganze durch die Live-CQ. Und werden jetzt hier... er kriegt auch Flash raus. Werden hier noch ein bisschen abfarmen. Können wir uns natürlich leisten. War super close, muss ich sagen. Dass jetzt der Master jeder stirbt, ist natürlich sehr, sehr bad. Sehr, sehr. Oh, moje Hase, Nure. Ja... My bad, ja natürlich ist es dein Bad. Wessen Bad soll es denn sonst sein? Aber ich bin ein guter Mensch, Leute. No problem. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin jetzt nicht so, wow, dies, das. Aber wir müssen klug sein jetzt. Also, was macht ein kluger Spieler? Ninja Tiles will ich eigentlich nicht kaufen, aber wir kaufen uns eine Rüstung. Denn, am liebsten hätte ich auch noch das hier gekauft. Klar, ich weiß, Leute, Attack Speed und so ist giga wichtig. Aber noch wichtiger ist das Nicht-Sterben. Denn wenn wir als 0-0 Yasuo, wir warten auch eben auf den Pot, ja. Denn wenn wir als 0-0 Yasuo delayen, normalerweise gehe ich keine Rüstung, ja. Aber ich wäre auch, glaube ich, keine Rüstung gegangen, wenn ich ehrlich bin. Aber dadurch, dass er jetzt einen Kill bekommen hat und jetzt hier übelst Damage kauft, deswegen habe ich diese Rüstung gekauft. Ninja Tabis werden wir nicht gehen, aber vielleicht später ein GA. Das heißt, die Rüstung können wir ganz später irgendwo verwenden. Man muss nicht immer sofort das erste Item anstreben. Man kann auch so ein bisschen sagen, ja, ein bisschen hier, ne, ich nehme noch ein bisschen Pommes, noch ein bisschen, ne, hier, keine Ahnung, ein bisschen Salat, noch ein bisschen Hamburger. Du musst nicht immer dich auf einen spezialisieren. So, wichtig, wir müssen Last hitten. Wir müssen aber auch gucken, dass Jarvan jetzt nicht komplett irgendwie über die Map roamt. Das könnte nämlich sein. Okay, das reicht nicht, aber ich war gerade auch halb am Ping. Deswegen, ich muss hier nämlich pingen, was auch sehr wichtig ist. Dadurch verliere ich jetzt ein bisschen. Aber Leute, könnt ihr bitte da weggehen? Ich habe keine Lust, dass der da nochmal Kills bekommt. Das sieht nämlich irgendwie so ein bisschen danach aus. So, ja, Jarvan, was wird seine Combo sein? Er wird auf uns draufspringen. Wenn wir es richtig machen, können wir mit der E sogar aus seiner Wand raus, aus seiner Ultimate. Wird aber definitiv schwierig sein. Ein Ward wäre natürlich noch cool gewesen in Pink, oder wir haben gerade eh kaum Geld gehabt. Okay, er ist immer noch unten. Das heißt, wir pushen jetzt mal durch, so gut es geht, damit er doch was verliert. Er hat aber schon ganz gut XP verloren. Das heißt, ich denke, wir haben hier
Das drücken wir mal noch ein bisschen rein. Das heißt, wir haben da ein bisschen Glück. Wir können auch mal. Ich habe man ja so gesehen, der richtig krass geromt hat. Normalerweise roamen ja so ist nicht so viel. Er ist einfach 24-7 über die Map geromt. Das war schon ziemlich insane. Okay, das ist jetzt schlecht, weil genau das ist scheiße. Ja, ich wollte die Kanone haben und Kindred ist hier. Aber sie ist nur Level 3. Heilige. Heilige, die ist ja aus Papier. Wir haben leider keine Knockups, aber... Ja, nee, kein Ignite, kein Ignite, kein Ignite, kein Ignite. Okay, das könnte... Komm schon, komm schon, komm schon! Könnte! Slitte, 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 slitte! Ja, schön! Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Die haben legit komplett... Also, ich weiß nicht, ob die noch gedacht haben, hey, wir machen da was. Kein Ei Solo. Ich meine, das ist ja... Ja, okay, ist ein bisschen harsch, aber... ich meine, er hat ja einen Kill an Javan abgegeben. Das muss ich ja recovern irgendwie. Das muss ich ja irgendwie aufholen. Ja, keine Ahnung, was die da getrieben haben. Ich glaube, Javan hat gedacht, dass er noch irgendwas machen kann. Oder hat er geleckt? Oder ich weiß nicht, was das war, aber... ich nehme das gerne an. Das ist absolut kein Problem für mich. Man muss eins sagen. Ich weiß, viele Leute hassen ja so. Viele. Viele, viele, viele. Du da hinten und der da hinter dir. Aber Yasuo macht einfach unglaublich Spaß. Klar, wenn du 0-8 gehst, macht er nicht so viel Spaß. Aber selbst dann hätte ich immer noch richtig Bock zu spielen. Aber Yasuo ist einfach ein Champion, der unglaublich viel Bock macht. Und genau deswegen kaufen wir jetzt Meteor Tore. Jetzt werden einige sagen, Tobi, das ist nicht der Weg des Kills. Aber das ist der Weg der Weisheit. Ich habe den Weg der Weisheit des Shinobis gewählt. Und ja, ein bisschen Livestream, ein bisschen. Leute, wir outscalen ihn so oder so. Wir haben jetzt schon wieder einen Kill. Wir haben die gleiche CS, also sogar mehr CS als er. Wir haben ein paar Platten. Wir outscalen ihn sowieso. Wir müssen ihn jetzt nicht komplett wegballern. Das hier ist Livestream, das hier ist safe durch die Lane kommen. Das ist geil, geil, geil. Ja, wir können sogar hier vielleicht bald was machen. Ich glaube, so stark ist der Java nämlich tatsächlich gar nicht. Aber wir sollen natürlich nicht übertreiben. Ich muss so ein bisschen eigentlich auf Kindred achten. Das ist das Wichtigste dann ja so, dass man weiß, hey, ne? Okay, guck mal, der rennt komplett runter, der Boy. Ich auch so ein bisschen. Meine größte Schwachstelle ist, glaube ich, dass ich zu viele Qs verfehle tatsächlich. Das muss man einfach anerkennen. Ich will natürlich nicht am Tower gehuckt werden. Da habe ich gar keinen Bock. Oder mit seiner Ult gehuckt werden, meine ich. Also ich verfehle zu viele Qs. Ja, die Frage ist, gibt es dafür ein Geheimrezept? Ich mache es halt, sobald es da ist, drücke ich sofort auf Q. Vielleicht ist das Problem... Oh, wenn er jetzt Knockup macht. Nice, so grande. Zum Beispiel, das hat jetzt auch nicht getroffen, aber das war jetzt auch, weil er den weggezogen hat. Ich glaube... Das Problem bei mir ist, ich merke, okay, jetzt ist Q ready und dann drücke ich, so. Vielleicht sollte ich vorher überlegen, okay, hey, das Q ist zum Beispiel jetzt, okay, das Q ist jetzt gleich ready, ich mach's da. Das ist, checkt es wahrscheinlich nicht, was ich möchte, aber dass ich im Vornherein überlege, hey, meine Q ist gleich ready, nicht erst, also, dass ich sie proaktiv benutze. You know what I mean, guys? Na, weil wer mehr Qs landet, der macht auch mehr Schaden, sagt man so in der Shinobi-Schule. So, nehmen wir die Platte oder gehen wir dahin? Ich nehme die Platte. Platten wurden zwar reduziert, aber komm. Na, okay, vielleicht auch nicht. Hier ist eine Q. Gut, dann gehen wir doch hier hin. Wir haben auch bald wieder Ult, aber ich glaube, das hier sieht... Ja, ich komme. Ich glaube, das hier ist fein, aber ich bin unterwegs. Wir haben leider keine Ultimate. Leute, was soll ich den Drachen nehmen? Kurz mal, oder was? Ja gut, den nehme ich. Das ist fein von mir. Der Drache resettet jetzt leider. Da kommt Javan. So, wir machen unsere Q. Okay, lol. Okay, hat Bock. Ich komme da nicht rein. Scheiße. Scheiße, den nehme ich. No! Oh, Jading hat ihn bekommen. Ja, dafür flashe ich jetzt nicht. Oder was? Ah, nee. Naja, nee. Gut, okay. Vielleicht hätte ich dafür flashen sollen. Hätte ich bestimmt einen Kill gemacht, aber ich glaube, manchmal sollte man einfach keine dummen Dinge machen. Don't do dumme Dinge and drive. Sagt man ja auch immer. Ja, dann nehmen wir nochmal kurz jetzt hier in der Mitte ein bisschen Geld mit. Das größte Problem, was allerdings für mich ja so ist, ich finde, wenn man ja so spielt, muss man sich konzentrieren. Ja. Und wenn man Videos aufnimmt oder streamt, dann ist das genau das Gegenteil von konzentrieren. Aber er macht einfach Spaß. Ari ist auch cool, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ja, so macht immer richtig krass Bock. Also so richtig krass Bock. Ari ist so... Ich meine, es hat doch einen Grund, warum ich Ari immer wieder fallen lasse. Ihren Korb gebe. Das muss doch irgendwo einen Grund haben, oder nicht? So, wir pushen nochmal eben durch. Boah, ich brauche unbedingt mehr Attack-Speed, Leute. Unbedingt. Kann sein, dass jetzt gleich nochmal engage, habe ich irgendwie das Gefühl. So, wir brauchen Attack-Speedo. Das fühlt sich nämlich richtig unangenehm an ohne Attack-Speedo. Ich habe mir auch mal überlegt, ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, Leute.
I don't know, man. Das Problem ist, glaube ich, dass ich halt... Dass ja so halt... Sagen wir mal, zwei Spieler haben... Sagen wir einfach 80% Skill. Wir nehmen einfach diese Zahl. 80% reicht, um Diamond zu werden. Sagen wir das einfach mal so. Ich glaube, wenn ich jetzt einem 80% Spieler Yasuo gebe und einem 80% Spieler Talon, ich glaube, der Talon-Spieler wird weiterkommen als der Yasuo-Spieler. Ich glaube, um Yasuo zu spielen, musst du halt mehr als 80% haben. Und klar, auch wenn wir uns das immer alle einreden, wir sind so toll skilled und so, lasst uns einfach mal ehrlich sein, also so ultra insane bin ich nicht. Also klar, ich bin ziemlich cool und schon ziemlich geil. Das müssen wir uns eingestehen. Aber ich habe auch, was League angeht, meine Grenzen irgendwo. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt relativ wenig spiele manchmal. Naja, das könnte auch ein Punkt sein. Aber... Snip, ihr Blackshield ist raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Abfahrt jetzt. Abfahrt. Ich komme auch für eine Platte hier vorbei. Nevermind, dann nicht. Tschüss. Vielleicht macht er ja noch was. Nope. Okay, dann gehen wir wieder hier hoch. Wie sieht's denn aktuell aus? 9-9. Wer hat die Kills? Botlane ist fein, Toplane und Jungle sind am Ende. Das finde ich gut. Ein gutes Gleichgewicht. Das Gleichgewicht ist immer wichtig, Leute. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen hier. Ein paar Kills getten, ein bisschen. Ich habe sehr defensiv gespielt, muss ich sagen, in der Lane. Ich glaube, wenn ich ein besserer Yasuo wäre, hätte ich aggressiver spielen können, das Ganze, weil der Jarvan nicht so gut war. Aber ich möchte trotzdem anmerken, ich wusste ja nicht, wie gut der Jarvan ist am Anfang. Und ich glaube, es war fein, weil Jarvan ist schon so ein Champion, der so ein Yasuo vergewaltigen kann. Und wem, ganz ehrlich, wem wollt ihr im Team haben? Einen 201er so oder 040er so? Na, das ist auch immer so. Jarvan ist unten. Wir nehmen mal schnell noch ein bisschen hier Fahrt auf. Da kommt Kindred. Hauen wir mal ab, denn der kommt von unten. Ich muss auch ganz wichtig wirklich mehr Map gucken. Also das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe es ja gesehen, aber Map. Das ist, glaube ich, meine größte Schwachstelle. Map. So, jetzt machen wir irgendwas hier, Leute. Wir machen jetzt Action, komm. Wie viel haben wir hier drauf? 1,87. So, wir machen mal hier so ein bisschen... Okay, ja, jetzt machen wir mal hier, machen da eine Windwall und machen so und gehen hier raus und... Was? Habt ihr das gesehen? Das war, okay, das war ein bisschen verbuggt. Ich gebe zu, es war knapp. Das möchte ich eingestehen. Ich möchte auch eingestehen, dass mein Jungler leider super bad ist. Aber das war auch irgendwie erst so über die Wand und dann irgendwie so gebuggt und dann bin ich doch nicht rausgekommen. War ein bisschen unglücklich. Ja, ich habe vielleicht mein Masse ein bisschen... Ja, aber ich, Leute, nee, der Masse hier, der intet einfach. Der hätte da ja nicht nochmal reingehen müssen, wo ich safe war. Das war dasselbe wie beim letzten Mal. Aber ist okay. Den Fight zu nehmen, müssen wir ehrlich sagen, war auch nicht so gut, weil Kindred halt die ganze Zeit in der Nähe war. Lasst uns ehrlich sein. Kindred kommt schon wieder. Jarvan ist, glaube ich, shoppen. Ich glaube, Kindred alleine könnte ich besiegen, wenn ich den Tower hier kaputt mache. Weil, dann... So. Und jetzt greifen wir sie an. Und jetzt hauen wir ab. So, das ist okay. Wir haben jetzt Phantom Dancer already. Was den Itembild angeht, bin ich noch so ein bisschen uneins. Damals habe ich immer Statics gebaut, wegen mehr Attack Speed, aber Phantom Dance ist, glaube ich, legit besser. Ist wie Sterax, nur dass du es halt sehr früh hast. Eigentlich sollte ich ihn jetzt nicht noch Platten geben, aber wir gehen mal trotzdem shoppen. Das hier graden wir mal auf, dann haben wir das für GA nachher. Jetzt bauen wir Infinity Engine. Ja, danach könnte man GA kaufen sofort. Ich habe auch viele gesehen, die nach dem Phantom Dancer Death Stance direkt ranbringen. Ne? Und Death Stance wäre auch not bad. Wobei man natürlich auch sagen muss, ja, so wird demnächst genervt, weil Conqueror safe genervt wird. Conqueror ist zu stark im Moment, definitiv zu strong. Und weil es zu stark ist, wird dann Yasuo halt auch schwächer werden. Und die Season ist halt aktuell immer noch relativ flott. Ne? Klar, es wird schon ein bisschen gegengesteuert, die Plates geben jetzt weniger Gold und so weiter, aber ein bisschen wurde gegengesteuert. So, wir können jetzt hier mit einem Q vielleicht was machen. Ja, komm schon. Na, nein, ich habe mich selber outplayed. Scheiße. Oh, mein Sein, du! Sla! So, jetzt machen wir einfach so. Zack, okay, passt. Lol, er hat sie da rausgezogen, kann das sein? Ja, das ist unglücklich, aber das Leben ist hart, was soll man sagen? Kriegen wir den? Nö, scheiße. Kriegen wir den wenigstens? Das wäre Pock. Passt auf, und jetzt? Zack, okay, ich dachte, ich war. Ja, es wird wahrscheinlich nicht geklappt. Aber ich wollte so ein bisschen. Ich meine, wenn er im richtigen Moment rüber geht und ich dann eh mache, wäre ich vielleicht mit rüber gegangen. Aber ich glaube, es hätte nicht geklappt. Aber na gut. So, wir sind aber sehr gut im Game. Klar, ich bin nicht ultra aggressiv am Spielen. Man könnte sagen, ja, Tobi spielt aggressiver, aber... Ganz ehrlich. Ich meine, niemand von euch kann mir das sagen, spielt aggressiver. Weil... Ihr seid nämlich diese Leute, die 0-10 gehen. No hate an dieser Stelle. No hate. Aber das muss ich definitiv lernen. Ich kann mit Yasuo nicht so gut Schwächen abusen, muss ich ehrlich sagen. Wenn jemand schwächer und schlechter spielt als ich, kann ich das mit Yasuo nicht so extrem abusen.
Das muss ich lernen. Das ist mein Way to Shinobi. Shinobi. So, wir gehen jetzt als nächstes in Winnedy's Edge. Wie sieht's oben aus? Sollen wir mal einen Gank auf die top obere Lane senden? Er ist allerdings super tanky und hat Ninja-Darbys. Wäre aber unterwegs. Ich wäre unterwegs. Wir können ja sogar Down-D mitnehmen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Und jetzt... Slio. Okay. Ja, okay, dann... Ja, Pock. 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 Ja, dann nicht. Kann ich die Kanone... Nice, okay. Ja, Midlane. Ja, weiß ich nicht. Können wir... wie wäre es, wenn ich den... Ich weiß gar nicht mal, ob ich den überhaupt töten könnte. Legit. Na, also... Weiß ich nicht. Ich würde es versuchen, actually. Sli, 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 sli. Kann ich irgendwas von ihm blocken? Ich weiß es actually nicht. Könnte schon gehen. Die hat, glaube ich, keine Ult. Das könnte reichen. Was ist mit dem Ryze eigentlich los? Wieso steht der... Was ist mit ihm? Warum verkauft er mich so hart? Wieso verquicksellt er mich? Töte ihn jetzt bitte. Schafft er, glaube ich, nicht. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Da kommt... Ja. Also, Leute, ich glaube, wir sind uns einig, dass er mich komplett verkauft hat. Also, komplett. Anstatt, dass der die ganze... Er steht halt einen Kilometer hinten. Immerhin hat hier die Jinx noch was gegettet. Very good. 8-2. Schön, schön, schön. Ne? Aber... Ich wurde verkauft. So, okay, wie kriegen wir mein Infinity Edge jetzt schnell zu? Man könnte auch das GA rushen. Ich meine, ne, 700 Gold. Wäre das was? So ein Second Item GA? Klar, Infinity Edge hat diesen Turbo Power Spike. Aber je früher du ein GA im Game hast... Ich meine, wir haben ja die Rüstung schon. Und Schaden macht ja so ja eigentlich auch genug. Klar, Ohren, der war 5-0 oder so. Aber... Ne, ich meine... Dieses Game ist ja auch eine Ausnahme. Normalerweise kaufe ich ja keine Pullover. Das hier ist sogar aus Baumwolle. So, was können wir hier unten machen? Komm ran. Sie schießt mich wahrscheinlich eh weg. Aber let's go. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Okay, erstmal fahren wir uns ein bisschen hoch. Ich glaube, ich gehe GR dieses Game. Einfach mal, ne, um es mal zu probieren. Wer nicht probiert, der nicht gewinnt, sage ich auch immer. Na? Top Lane ist einiges an Action los. Also die Jinx, die carry halt komplett rein. 9-2, ja, sag mal. Aber jetzt ist hier so unser Fight. Unser Kampf ist hier. Oh, sie hat Stormresor. So, vielleicht kriege ich ja sogar so ein Flashblade hin. Ich glaube nicht, aber wie wäre es, wenn wir das einfach machen? Nein! Okay. Kann ich sie trotzdem einfach töten? Ich glaube nicht. Scheiße. Oh, Mann. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das muss ich üben, weil wenn ich das nicht übe, dann klappt es einfach nicht. If I don't train, I don't thrive. Ach, scheiße. Und die sind auch keine Golems, nix. Aber das generische Team ist tot. Aber ich habe hier noch meine. Wir haben noch unsere Zeit. Ich bin 3 Level über ihr. Das muss doch reichen. Ja, vielleicht aber auch nicht, wenn ich inte. Komm, gib mir jetzt live. Na. Slip. Slip. Und jetzt müssen wir ihre Kugel blocken. Und jetzt springen wir. Und jetzt machen wir so. Und oh Gott, ich renne runter. No. Okay. Nimmt mich, nimmt mich. Ja, was soll man sagen, Leute? Was sollen wir sagen? Wir haben GA ready. Das ist immerhin etwas und zum Glück erst jetzt. Weil wäre ich da gestorben, dann wäre das nochmal die Kirsche auf dem Eisbecher gewesen. Aber ja, das ist aber ja so, Leute. Und es gibt auch viele Leute unter euch, die spielen den neuen Champion und die sagen dann so, ja, keine Ahnung, erste Runde hat nicht geklappt. Ist nicht mein Champion. Ihr müsst den Weg des Shinobi meistern. Train yourself. Train your inner spirit. Erweitere deinen Geist. Okay, GA ist am Start. Vielleicht sollten wir auch... Ich meine, die Jinx kann uns hier easy durchtragen. Aber bei den Gegnern, die haben halt einen dicken Ornn. Tristana ist so, hm. Und Midlane Jungle intet. Bei uns, unser Jungler ist wieder ein bisschen drin. Unser Toplaner ist ja am Inten. Bei mir ist so, ja, hm. Ich sag's einfach mal als ja, hm. Ich habe ganz okayischen Farm. Ich habe ganz gut okayische Items. Ich bin ganz okayisch dabei. Das Problem ist, warum hat meine Combo da unten nicht geklappt? Ich glaube, weil ich, ich glaube, weil ich zu spät immer drücke. Ich glaube, das habe ich schon mal... Das Problem ist ein schon fortbeständiges Problem. Ich denke, dass ich immer zu... Ich entscheide mich erst dann, wenn ich fast unterwegs bin. Oh, ja, welcome, welcome. Slip, 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 zah. Nice. Oh, willst du auch noch? Kommen Sie her. Kommen Sie her. Das ist meiner. Das ist meiner. Die Gette. Spaghetti Splack. Slendorei. Oh, nö. Ja, ich weiß ja nicht. Aber! Nein, das wollte ich. Aber wir haben GA. Dieser GA. Leute, 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 Leute. Und jetzt weg. Oh, ja, ja. Leute, help!
Ey, ohne Witz, ich habe nicht auf diese Laterne gedrückt. Ich habe da nicht drauf gedrückt. Ich schwöre bei Gott, ich habe nicht auf diese Laterne gedrückt. Ich weiß nicht, meine Intention war nicht diese, dass ich da reingeflogen bin. Diese war nicht meine. Immerhin haben wir noch positive Stats, Leute. Das ist unsere Mission. Dass wir nicht negativ, also zumindest nicht negativ gehen, ja. Neutral, am besten wäre positiv. So, jetzt brauchen wir unbedingt mal Crit, damit wir auch Ohren wegböllern können. Wir haben ja ein bisschen AD schon. Geht, plus 57. Ja, kacke. Oh, Mann. Der Anfang war ganz okayisch. Und jetzt driften wir so ein bisschen ab. Get in! Ich werde aber auch verkauft, Leute. Ständig. 24-7. Hier hätte man mir helfen können. Man hätte mir hier helfen können. Erste Hilfe, Sanitäter, Ausbildung. Praktikant. Man hätte helfen können. You could help, sagen wir hier auch mal. Hätten sie können. Haben sie nicht getan. Verweigerte Hilfeleistung. Hilfeleistung. Gut, dann gönnen wir uns ein paar Golems. Wir brauchen Farm. Wir brauchen unbedingt das Infinity Edge. Aber das ist ja ein guter Punkt bei Yasuo. Egal wie sehr du intest im Early Game, im Late Game rasierst du alles weg. Und wenn du im Early Game nicht intest, dann ist Pock. Das ist einfach Pock. So, Baron, machen die das oder was? Ich würde einfach Top Lane gehen. In der Zeit. Ich glaube, die Baron können die mit der 10-2 Jinx auch super schnell wegböllern. Super schnell. Super schnell. Na, ich distracte die Gegner und komme jetzt gleich von hinten. Das ist, was ich kann. Ja, ich sollte da zum Team gehen, aber ich bin farmgesteuert, Hilfe! Okay, jetzt komme ich. Ich komme. Ja, okay, vielleicht. Ich komme, ich will jetzt. Diesmal sterbe ich wenigstens nicht als jetzt. Oh, hier, genau das, was ich wollte. Genau das, was ich wollte. So, die Windwall, damit haben wir ihre Ult geblockt und jetzt töten wir sie. Und jetzt, okay, wir brauchen noch eine Q. Jetzt brauchen wir noch eine Q. Und jetzt machen wir so. Okay, das war unglücklich. Und jetzt machen wir. Komm. Ah, okay, Mann, ja! Ja, ich hätte zum Team gehen sollen. You could have helped. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie sich das anfühlt. Du hättest auch helfen können. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Das nennt man eine This was a lecture. Eine Lektion erteilt. To give a lecture. So, wir gucken mal. Infinity Edge. Schön. Immerhin ist unser GA bald wieder ready. It was just stupid, ja so. Wir sind 444, Leute. 444. Yeah, I am sorry, but my Windows updated right now. Das ist das Beste, Leute. Können die nichts gegen sagen? Niemand kann dagegen was sagen. Jeder kennt es. Man kann nicht sagen, ja, wow. Wow, it was Windows. Ganked by Windows, Leute. So, okay, Leute, wir müssen jetzt was Krasses machen. Wir müssen jetzt, in wen müssen wir töten? Ohren, okay, Ohren ist unsterblich. Dafür Ohren brauche ich unbedingt einen Infinity Edge. Ohren ist eine Maschine. Vielleicht sollte ich jetzt etwas grouben. Wir sollten vor allem aber auch farmen. Farmen, grouben. Diese zwei Bestandteile. Und bei Jinx bleiben. Oder beim Team bleiben. Oder bei Jinx bleiben. Okay, hier geht's los. Kann ich den eigentlich blocken? Okay, wir machen jetzt hier. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt verkaufe ich auch mal, oder? Hier, komm. Nee, weiß ich nicht, Leute. Man muss auch wissen, wann raus ist. Und hier ist raus. Hier ist ganz großes raus. Ganz großes raus ist hier. Das war von Anfang an verdoomt. Der einzige Gute bei uns ist Jinx. Und die war nicht da. Leute, weil ich muss sagen, ich helfe viel zu oft, wirklich. Meine Schwachstelle ist, dass ich zu hilfsbereit bin. Also ist wirklich meine Schwachstelle. Ich glaube, manchmal muss ich die Leute verkaufen. To quick sell somebody. Jemanden schnell verkaufen. Auf Hotkey legen. Schnell verkauf, Hotkey. Sollen wir den fighten? Kommt der noch? Nee, ja. Ich hätte Bock, aber ich weiß nicht, wer noch alles kommt. Sollen wir das kommen? Manchmal muss ein Mann auch was tun. Ein Mann muss was tun. Und was? Das hat er nicht gemacht. Nee, das hat er nicht gemacht. Hat der nicht gemacht. Ich hab so und... konnte ihn nicht hin. Man ist immun, wenn er sein Ultimate macht, ist er immun gegen meinen Knock-Up. Und deswegen konnte ich ihn nicht ulten. Mit Ult hätte ich gewonnen, Leute. Shit. Muss ich drauf achten, nächstes Mal. Dann muss ich das mit EQ machen oder so. Scheiße. Aber EQ konnte ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ach, weiß ich nicht. Okay, aber ich finde es gut, Leute. Das Game wird spannend. Das liebe ich. Ich liebe spannende Games. Das ist genau, was ich brauche. Und GA ist auch wieder ready.
2, 8, 6, 9, 4, 5. Okay, bei uns da, ne? Da muss was getan werden. Da. Ich habe noch ein Bill offen mit ihm. To have a Bill offen. Vielleicht kommt der nochmal. Komm. Der hat keine Ult. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir eine Rechnung auf dem Brody. Komm, 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 komm. Come for me. Ich muss auch schneller sein als er. Ich habe Attacks-Lauf-Dinger. Scheiße. Okay. Gut, mein komplettes Team ist tot. Dass da Gegner kommen, ist sehr wahrscheinlich. Deswegen gehen wir da mal nicht weiter jagen. Wir nehmen mal im Fix diese Dinger hier mit. So, Infinity Edge ist auf jeden Fall im Start. Das heißt, wir haben jetzt Prügel-Damage. Prügel-Damage ist da. Die haben keinen... Okay, Alter! Was ist das? Genau deswegen habe ich defensiv gespielt. Damit sowas nicht passiert. Au! Aber GA, Leute. GA hat uns. Oh Gott. Hier ist eine Wall. Hälfte ist... Ja, Leute, ich muss back. I know can do. I know can do, I know can do. Na, ja, also ich hätte Lust, aber ich muss eben teilen. Was kaufen wir jetzt, Leute? Was, jetzt ist das die Frage. Ich glaube, Livestream auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, aber der Javan, der one-shottet mich einfach. Was ist da los? Was ist da los? Also ich bin... also wir müssen wenigstens anerkennen, dass ich nicht 0-12 oder so stehe, ja? Wir sind so, wir haben Stats, die okay sind. Okayisch sind die. Ein Pingboard müsste ich mal kaufen, das wäre geil. Wir rushen mal schnell eine Wave hier. Er baut da irgendwas. Der ist, glaube ich, unsterblich für uns. Der ist wirklich unsterblich, der Ball. Javan ist unten. Den könnten die eigentlich töten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der killt die Jinx. Ja, ich wusste es irgendwie. Ah, wobei er hat keinen Mana. Er hat keinen Mana und Ultimate. Ja, doch, Ultimate hat er ja gerade gemacht, oder? Aber er hat keinen Mana gehabt. So, was können wir machen? Ohren. Ohren, Ohren. Ich würde ihn übel gerne fighten, aber ich glaube, ich brauche Lifesteal gegen den, weil ich verbrenne einfach an seiner Rüstung. Eigentlich sollte man es nicht fighten, aber ich hätte mal Bock zu sehen, wie es so läuft. Ach, er hat das schon wieder geblockt. Ach, das ist doch broken, Leute. Wieso kann eigentlich jeder... Wieso kann jeder Brudi mein Spell blocken, mein Knocker blocken? Das ist doch, und Black Shield haben die auch noch. Das ist ja voll das Anti-Yasuo-Team, was die Gegner haben. Ich wäre abrufbereit für einen Ult, aber mehr nicht. Kann ich, das kann man doch blocken, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich... Ja. Da... Katze, 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 Katze! Ich glaube, die hat Ult, die Frau. Let me go, let me go! Wir sind wieder im Business. 5-5-5. Shinobi. So, da irgendjemand gedeffen, der reißt, der schafft... Wie viele sind das? 2? 1? 2? 1? 1. So, und wir gehen in der Zeit. Ich brauche unbedingt Live-Stil. Live-Stil. Frage ist, Death Dance oder Blutdürster? Haben beides Vorteile und Nachteile. Blutdürster gibt, glaube ich, mehr Lifesteal overall. Aber Death Dance macht dich halt tankiger. Okay, das ist kaputt. Jetzt können wir unten auch noch durchrennen. Ja, scheiße auf den Emil, Leute. Scheiße drauf, du. So, wir haben gleich wieder Ultimate. Da-da-da-da. Da-da-da. So, ich würde sagen, hier gehen wir jetzt aber back. Ich würde da jetzt nicht weiter was machen. Weil hier passiert nämlich gleich was. Wie sieht es eigentlich mit den Drachen aus? 2 für beide. Wir haben Erde und Ocean. Die haben Ocean und R. Wusstet ihr, dass man Erde auch mit A-I-R schreiben kann? Erde. So, okay. Ich würde jetzt am liebsten... ja, guck mal. Wenn ich das bauen würde, müsste ich jetzt das, dann könnte ich aber nicht das kaufen. Wir machen aber deswegen, machen wir jetzt so. Und so. Ich glaube, Death Dance plus Phantom Dance actually super tanky. Super tanky. Super tanky. Oh Mann, ich stehe 5-5-5. Aber immer noch besser als 3-10. Und ich weiß nicht, auch besser als 7-10, oder? Ja, ich weiß nicht. So, kann ich jetzt mal irgendwie einmal carryen, Leute? Einmal carryen, bitte. So, Drache ist ready, Leute. Oh nein. Nein. Alter, wie lange ich da einfach stehe. Das ist doch total unfair. Okay, also wir müssen jetzt gutes Positioning haben. Wir sind ein Shinobi. Oh, Pock. Da hätte ich unten... Aber ich... Nee, ja, die können wir auch so töten. So, eine Q landen. Zack. Den Sturm ready haben und das auf das richtige Ziel werfen. Ja, das war nicht das richtige Ziel. Das richtige Ziel wäre Tristana gewesen. Da auch nicht. Da, Leute, ich kann nicht einfach R drücken. Ich will da nicht einfach sterben. You know? Drake haben die bekommen. Den nächsten müssen wir auf jeden Fall verhindern.
Oh, der Grab, ja. Hm. So, was können wir machen? Eigentlich müssen wir jetzt nur Toplane oder Harald machen. Deren Base wird die ganze Zeit gebusht. Ich könnte auch jetzt Botlane-Extensions machen. Ein bisschen Druck senden. Das ist halt die Frage. Wenn ich Botlane-Druck sende, könnten die Free Baron machen. Also, super Free Baron. Wir machen mal hier einen Ward. Ich könnte jetzt auch den Abfangsimulator spielen. Und hier jemanden, der gleich kommt, einfach wegsimulatieren. Hier kommt doch locker gleich irgendwer. Da ist Javan. Aber will ich das? Ich weiß es nicht. Okay, nice. Baron ist unser. Sehr gut. Schön. Schön, schön, schön. Wir fahren uns wieder weiter. Wie viel brauchen wir für Death Dance? 1,57. 57, 20. Er steht immer noch da. Ich weiß nicht. Ist das ein Prank oder nicht? Ich nutze das mal aus. Prankstar-Attacke. Prankstar. Okay, er geht raus. Gut. Das ist immer bei sowas weiß man nie. Will der... Will der einen verarschen oder? Ne, ist das ein Fake-AFK? Ist das ein Serious-AFK? Ist das ein Troll-AFK? Ist das ein Windows-Update? Man weiß es nicht. So, okay, wir. Hiernach haben wir unsere 1,7250. Ja, Leute, ich weiß nicht. Also, ich bin zwar im Spiel, aber. Ich bin jetzt nicht die tragende Schlüsselrolle, leider. Aber der Stance ist da. Und vielleicht carry wir an den nächsten Fight. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Zack, der Stance ist am Start. Jetzt letztes Item, das wäre die Frage. Man könnte, ich würde actually jetzt einfach... Normalerweise würde ich jetzt einen Blutdürster noch bauen. Aber ich glaube, alleine wegen Morgana macht eine QSS Sinn, denke ich, oder? Aber es ist nur Morgana. Alle anderen haben jetzt nicht so krassen CC, der irgendwie so abfuckt oder so. Oh, moi, Asore. Oh, moi! Okay, Leute, wir müssen jetzt... Wieso sind wir Bot? Eigentlich, Leute, können wir Toplane pushen? Botlane pushen macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Oh, schön. So, wir pushen jetzt einfach Toplane durch. Ha, ha, ha. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich bin Yasuo, der gewagte Krieger. Aus Yasuo hier, ne? Die Jinx hat 300 Farm, Brudi. So, okay, also. Wir gehen nicht direkt als Erster rein, weil dann wir, ich meine, wir könnten, weil wir GA haben. Wir könnten quasi so einen Engage-Simulator spielen. Aber. Oh, lol, die Jinx! Eigentlich muss ich nur Jinx beschützen. Das wäre der eigentliche Key. Aber ich will ja hier was machen. Okay, komm, drauf, auf den Boy. Auf den. Pada, 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 pada. Und eine Windball. Und das Q. Und Slick. Und Zirra. Und. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ich glaube, wir haben. Wo geht das hin? Nach da unten? Ja. Okay, ich glaube, ich bin tot. Aber ich habe GA, was soll's. Ich glaube, okay, ja. Quadrupla Uccisione. Ja, ich möchte zugeben, Leute. Ich bin leider nicht der Grund, warum wir diese Runde gewonnen haben. Aber jeder Meilenstein ist ein langsamer. Jeder Weg ist ein steiniger. Zumindest anfangs. Jedes Flugzeug ist ein schnelles. Jeder Döner ist ein volles. Voller. Ich meine wirklich, jeder Döner ist gigavoll. Geht zum Dönermann, sagt ja ein Döni. Und der macht, die machen, das ist so ein Ding unter Döni-Männern. Die machen den einfach immer so bis zum Rand oben voll. So, was kriegen wir für diese Leistung, Leute? Das möchte ich jetzt sehen. Was bekommen wir für diese tolle Leistung? Ich sag, wir bekommen. Einen A sogar tatsächlich. Wir honoren hier ein A tatsächlich. Gib mir ein A. Promotione, danke, wir sind aufgestiegen. Schön. Guck mal, ein A. Was bedeutet dieses A, Leute? Dieses A bedeutet, dass, obwohl wir 6,5,9 standen, das für einen Yasuo-Spieler actually not too bad ist, ja? Yasuo-Spieler sind 0,99, 0,90. Ja, es war jetzt nicht die spannendste Runde, ich gebe zu, aber ich denke, es war, ich weiß nicht, ob es lustig war, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wünsche euch trotzdem einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.